Gott, ich weiß, ihr habt schon drauf gewartet. Ich will mein Müllvideo machen. Und es ist alles total verstaubt. Wie immer. Ich habe diesmal keine Kosmetiktücher aufgehoben. Ich glaube, ich werde die nicht mehr aufheben und euch zeigen. Das bringt ja eh nichts. Ich zeige euch ja eh schon Wattepads oder Wattestäbchen, die ich nämlich auch aufgebraucht habe. Fangen wir gleich mal an. Die ganz normalen habe ich leer gemacht. Und die mit dem, ihr wisst schon, die man zum Abschminken, nicht zum Abschminken, die man zum Ausbessern benutzt, habe ich auch leer gemacht. Dann ganz, ganz spektakulär Hofer Wattepads und meine Müller Wattepads, die ich ja eh jedes Monat aufbrauche. Und meine einen Wegwaschlappen. Jetzt haben wir die langweiligen Sachen alle mal durch. Kommen wir zu den interessanten Sachen. Und zwar war ich brav und habe diesen Monat endlich mal wieder diese Augenpads gemacht. Diese Antifalten-Augenpads Q10. Ich hoffe, ich habe noch welche. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich jetzt noch welche habe oder nicht. Ich müsste mal in meinen Kasten gucken, ob ich welche finde. Weil ich mag die sehr, sehr gerne und ich muss die unbedingt wieder in den Kühlschrank geben. Weil ich mache dann eine ganz dicke Schicht Augenmaske drauf, klebe die drüber, lasse die 20 Minuten drauf und dann ist meine Augenpartie besser. Und deswegen muss ich unbedingt gucken, ob ich noch welche habe. Ich glaube, ich habe noch welche, aber ich weiß nicht wo. Weil ich brauche die wieder. Ja. Dann habe ich ganz, ganz viele Sachen aufgebraucht. Wirklich viele Sachen. Ich habe versucht, mir ein bisschen Mühe zu geben. Ich habe als erstes ein Spülmittel aufgebraucht von Teddy. Da habe ich jetzt noch eines. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal nachkaufen würde. Weißt du, wie flüssig das ist? Es geht nämlich wirklich sehr, sehr schnell durch, dass das so flüssig ist. Aber ich glaube, weil es Melone ist und nur 1 Euro kostet, werde ich es mir nachkaufen. Ich benutze das eigentlich nur, um die Sachen einzuweichen, damit ich die dann besser sauber bekomme. Das ist das Einzige. Dann habe ich eine Duschlotion, beziehungsweise Shower End Lotion steht da drauf, von Falia gemacht. Ich habe sie aber als Duschlotion benutzt. Die war sehr flüssig. Der Duft ist in der Verpackung gut. Das Problem ist, mit meiner Haut hat das nicht zusammengepasst, leider. Weil so den Duft in der Verpackung, weil es Avocado ist, fand ich wirklich, wirklich gut. Aber mit meiner Haut gemeinsam hat das überhaupt nicht passt, leider. Bei uns gibt es auch diese Fahrsachen nicht mehr. Also ich wüsste auch nicht, wo ich die kaufen könnte, sage ich euch ganz ehrlich. Dann habe ich hier eine Maske. Das ist die Beauty Smoothie Maske von Cadea Vera, von der Müller Eigenmarke. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe auch noch, glaube ich, nur noch ein Backup. Mir ist aufgefallen, ich habe nur noch die meisten Balea Masken und keine Cadea Vera oder Schäbens Masken mehr. Also nicht mehr, ist übertrieben, aber sehr, sehr wenig Crememasken und viel, viel mehr Tuchmasken. Warum ich auch ein bisschen was aufgebraucht habe. Also, die war super, war leider limitiert. Eine habe ich jetzt noch. Ich glaube, die benutze ich sogar nächsten Monat, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich hier noch eine Limited Edition. Die würde es sogar noch geben, aber die mag ich nicht. Das ist die California Dreaming Maske, auch von Cadea Vera. Die mochte ich überhaupt nicht. Die war so von der Textur eher wie Gel. Also die mochte ich überhaupt nicht, leider. Also die würde ich mir nicht nachkaufen. Dann eine Tuchmaske. Die fand ich vom Duft her super. Das Problem ist, diese Balea-Tuchmasken passen nicht auf mein Gesicht. Das ist das einzige Problem, glaube ich. Aber so war sie echt gut. Vom Duft her war sie super Melone, ihr kennt mich ja. Ich bin damit aber leider eingeschlafen. Das war mega peinlich, aber ich bin damit eingeschlafen. Tja, ich weiß nicht, wann ich sie runtergenommen habe. Keine Ahnung, ich habe sie nur neben mir im Bett liegen gesehen. Dann habe ich die... Die kann man auch nicht nachkaufen, weil sie limitiert sind. Die auch nicht, weil die gibt es leider nicht mehr. Ich habe aber noch ein paar Backups, Gott sei Dank. Zauberzarte Reinigungstücher mit einem Einhorn drauf. Nicht, weil ein Einhorn drauf ist, mag ich sie, sondern wegen dem Duft. Das Problem ist, ich habe nur das Gefühl, dass die bei mir schnell austrocknen. Weil die, die ich jetzt verwende, sind ein bisschen trocken. Das sind die von der Eigenmarke von Müller mit dem Einhorn drauf. Die mag ich sehr, sehr gern. Schade, dass die nicht mehr gibt. Leider. Dann zeige ich euch noch schnell einen Make-up-Entferner. Kennt ihr auch auswendig. Das sind die von Hofer, die ich mir immer wieder nachkaufe. Auch nicht so spektakuläres, ich muss mich beeilen. Ein Tracking Moon Peeling habe ich leer gemacht. Ich habe noch nicht einmal euch den Haul herzeigt und habe das Peeling schon leer gemacht. Das habe ich mir damals von DM mitgenommen. Ich liebe diesen Duft von dem. Ich liebe es. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup, weil das wird sicher nur wieder für kurze Zeit geben, wie ich die kenne. Dann habe ich hier eine Seife leer gemacht. Das ist die Orange- und Ingwer-Seife. Ich glaube, die gibt es sogar noch.
Und Aveo-Seifen mag ich schon. Das Gefühl habe ich halt noch immer, dass man sie nach einer Weile leider nicht riecht. Dann habe ich hier ein Duschgel leer gemacht. Das hat mit meiner Haut leider auch nicht zusammenpasst. Das habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin von mir. Ich mag die Dresdner Essenz-Sachen. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Das Problem ist, es hat nur mit meinem Körper irgendwie nicht zusammenpasst. Ich fand den Duft auch gut. Ich hatte ja auch den Badezusatz. Den fand ich auch nur so semi-okay. Aber das glaube ich nicht nur, weil es mit meiner Haut nicht passt. Leider. Dann habe ich noch was von Dresdner Essenz leer gemacht und da könnte ich weinen, weil das war echt ein guter Duschschaum. Den habe ich bin sehr, sehr sparsam mit dem umgangen und trotzdem ging er leer. Das war von meinem Lieblingsbadezusatz eben der Duschschaum. Leider ist der leer, sonst würde ich ihn mir nachkaufen. Im Winter gab es den auch leider nicht mehr, da gab es andere Sorten, sonst hätte ich ihn mir gekauft. So. Dann habe ich zwei Trockenshampoo leer gemacht. Eins hatte ich im Spind, das muss ich mir wieder nachkaufen, das vergesse ich immer. Das ist das hier, dieses Sherry. Finde ich okay, aber es ist jetzt nicht mein Liebling. Ja? Und das hier gibt es leider nicht, den kleinen, sonst würde ich mir das kaufen. Das ist mein heißgeliebtes Sweetie Trockenshampoo. Das kaufe ich mir sowieso wieder nach. Habe ich mir auch vor kurzem wieder nachgekauft, weil meine Backups langsam alle werden. Dann habe ich hier ein Duschpeeling aufgebracht von Fahr. Da mochte ich den Duft sehr, sehr gerne. Es war vom Peeling-Effekt jetzt okay, aber den Duft mochte ich sehr gerne. Ich glaube aber nicht, dass ich es mir nachkaufen würde, weil ich bin jetzt nicht so der Fahr-Fan. Heute klappt irgendwie gar nichts. Ich bin nicht so der Fahr-Fan, deswegen würde ich mir das vielleicht nicht nachkaufen, obwohl ich den Duft gerne hatte. Aber ich weiß nicht. Ich habe eh auch noch so viele von Balea, die sollte ich jetzt mal aufbrauchen, bevor ich mir wieder irgendwas nachkaufe. Also ich glaube, ich würde es mir nicht nachkaufen dabei. Obwohl mich das andere interessiert, das mit Mango? Ja, mit Mango. Dann habe ich ein Rasiergel aufgebraucht von Balea. Ich weiß nicht, wie ich das finden sollte. Das war von dieser LE mit den Vögeln. Ich habe da noch das Shampoo, die Seife habe ich, glaube ich, letztes Mal aufgebraucht. Und jetzt ist das Rasiergel leer und das Deo habe ich auch noch. Also, das fand ich okay. Es gibt es ja eh nicht mehr. Also, nachkaufen könnte ich es mir ja sowieso nicht. Dann habe ich noch, was an meinem Schminktisch immer stehen, die Reinigungstücher von Cadea Vera zum Abwischen für Swatches und das Ganze. Dann habe ich leer gemacht. Heute ist nicht mein Tag, sage ich ja. Dann habe ich leer gemacht mein lila Reisduschgel. Das liebe ich. Ich habe Gott sei Dank noch ganz, ganz viele Backups. Gott sei Dank. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsduschgel. Ihr kennt das, glaube ich, schon. Deswegen muss ich nicht mehr so viel dazu sagen. Dann habe ich noch einen Badezusatz aufgebraucht. Den Warm Cinnamon Nights. Ich habe Gott sei Dank noch einen erwischt. Ja. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Also die Badezusätze sind gut. Aber ich würde sie mir nur kaufen, wenn sie reduziert sind oder in Aktion. Weil so in dem Originalpreis finde ich sie sehr, sehr überteuert. Eine Freeman-Maske habe ich leer gemacht, leider. Ich war ja vor kurzem in Kleinhoxhof, da kommt irgendwann bald ein Video dazu. Da war ich dort und da haben alle Geschäfte fast zu gehabt, aber das könnt ihr dann im nächsten, also in dem Video dann sehen. Ich sage euch hier auf Facebook immer Bescheid, wenn diese Follow Me Once online gehen. So. Leider kann ich mir die dabei nicht nachkaufen. Ich würde mir die Freeman auf jeden Fall alle nachkaufen, außer eine, diese Peel-Off. Aber die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Das war die mit Avocado. Dann habe ich heute die letzte Maske leer gemacht. Das ist die Melone-Creme-Gel-Maske von Balea. Die liebe ich. Die gibt es ja leider nicht mehr. Und ich habe mir leider nicht mehr Backups gekauft. Ich habe nur noch ein paar, nicht mehr viele. Aber die fand ich auch sehr, sehr gut. Auch sehr, 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 sehr gut. Dann habe ich leer gemacht. Das habe ich benutzt, um meine Beauty-Blender nass zu machen, weil das schon fast abgelaufen wäre. Das ist dieser Evian Spray, der ging super schnell leer, weil ich den für die Beauty Blender benutzt habe. Deswegen, ich würde mir das nicht mehr nachkaufen. Ich brauche das auch gar nicht. Ich brauche das wirklich nicht. Ich habe jetzt diese Wassersprays habe ich jetzt in Benutzung zum Beauty Blender nass machen. Funktioniert auch und sind auch nicht so teuer und man kommt viel, viel länger aus. Obwohl ich auch Wasser nehmen könnte, aber who cares. Dann habe ich noch eine Maske leer gemacht. Das ist die Montana Jeunesse Very Berry Mood Mask. Da habe ich noch ganz viele Backups. Gott sei Dank, weil ich liebe diese Maske. Dann den Badezusatz, den ihr ja eh schon kennt, wo ich euch vorher gerade den Duschschaum gezeigt habe. Liebe ich, kaufe ich jedes Jahr wieder nach. Aber jetzt habe ich schon die Schnauze voll von Winterdüften. Deswegen benutze ich gerne so fruchtige Sachen wie die Himbeer-Vanille-Maske, die es leider auch nicht mehr gibt. Und ich leider nur noch ein Backup davon habe. Leider, so sieht sie aus.
Das Backup habe ich sogar von den zwei Jungs bekommen. Und schöne Grüße an euch beide. Da bin ich euch sehr dankbar dafür, weil die gibt es leider nicht mehr. Und das war eine meiner liebsten Masken von Balea. Bei Balea ist leider das Problem, dass die immer die Masken aus dem Sortiment nehmen. Das hasse ich. Das kann ich voll nicht leiden. Oh, ich habe zweimal No-Straps diesen Monat gemacht. Sehr brav von mir. Einmal die von Biore, die Leoparden habe ich jetzt benutzt. Und einmal die von Mutantische Ness. Die von Mutantische Ness sind für den Po. Aber egal. Ja, habe ich aufgebraucht. War ich sehr, sehr brav. Dann habe ich aufgebraucht eine Duftprobe von Lancôme. Sieht so aus. Da habe ich auch einen Duft bekommen. Aber dazu kommt dann ein nächstes Mal ein Foto. Ja. Den habe ich auch in groß, Gott sei Dank, weil ich liebe die Lancôme-Düfte. Dann habe ich ein Handdesinfektionsgel leer gemacht. Ich weiß nicht, ob man das noch erkennen kann. Das hatte ich nämlich in der Arbeit mit, deswegen stand das schon so verranzt aus. Da stand nämlich mal Essenz drauf. Und das war aus dieser... ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das alles mit Regenschirm. Und deswegen habe ich mir nur das Handgel genommen. Das war aber echt eklig. Das hat so richtig geklebt auf den Händen. Der Duft war gut, aber es war wirklich, wirklich klebrig auf den Händen. Deswegen bin ich froh, dass das leer ist. Dann räume ich mal aus. Ich habe mein L'Oreal Serum leer gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das wieder nachkaufen würde. Es riecht urgut. Ich mag den Duft so, so gerne. Das war ja der Tester, den habe ich mir ja nehmen dürfen. Ich weiß nicht, ob es mir nochmal nachkaufen, also ob ich es mir nachkaufen würde, weil das war ja ein Tester, das habe ich ja geschenkt bekommen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich finde es zwar gut, aber ich glaube, die Inhaltsstoffe sind nicht so gut. Deswegen bin ich mir bei dem echt, echt unsicher, ob ich mir das nochmal nachkaufe oder nicht. Wirklich unsicher. Ich zeige euch kurz diese kleinen Sachen. Ich habe eine Probe leer gemacht von Hava, eine Bodylotion, weil ich so ins Eincreme-Fieber kommen will. Es funktioniert auch halbwegs. Die mochte ich sehr, sehr gern. Aber ich habe eh so viel Zeug. Dann habe ich eine Mini-Mascara von Isadora leer gemacht. Die mochte ich überhaupt nicht. Die war total scheiße. Hatte ein Mini-Gummibürstchen. Habe ich mal bekommen, weil ich bei einem Wettbewerb mitgemacht habe. Von Shiseido, glaube ich, war das. Und die Post hat meinen Gewinn verschlammt. Deswegen habe ich ein Ersatzpaket bekommen und das war drinnen. Und die habe ich aufgebraucht. Dann habe ich ein Lip Liner, glaube ich, ist das? Ja, einen roten Lip Liner aufgebraucht. Von Makeup Factory. Die Version mit diesem Pinselchen da hinten gibt es nicht mehr. Ich mag die von Makeup Factory, aber ich werde sie mir nicht nachkaufen, weil ich die zum Anspitzen einfach nicht mag. So wie den da. Das war der von MAC und ich glaube, der war schon zu alt. Weil der sieht so ganz, ganz krümelig aus. Das war mal aus dieser C'est la vie, Elle. Fragt mich nicht, wie der Lip Liner geheißen hat. Ich habe den mit Mühe und Not jedes Mal anspitzen müssen. Also ging der wirklich schnell leer, weil ich jedes Mal, wenn ich versucht habe, meine Lippe auszumalen, ist er abgebrochen. Und ich habe mir dadurch meine Lippen aufgerissen. Also meine Lippen haben eine Zeit lang sehr, sehr strapaziert ausgeschaut wegen diesem Lip Liner. Deswegen will ich unbedingt ein paar Sachen leer machen. Dann bin ich ganz, ganz stolz auf mich. Ich habe nämlich ein Rouge leer gemacht. Ich muss aber sagen, mir geht das ein bisschen ab, weil das so Routine schon war, wie ich es anwenden kann. Und bei dem MAC, dass ich in der Kamera schaut, das aus, als hätte ich viel zu viel oben. Ich habe wirklich nicht so viel drauf. Es schaut nur in der Kamera so aus. Ich habe extra wenig heute drauf. Dann und trotzdem sieht das aus, als hätte ich eine volle Wäsche, eine Watschen gekriegt in die Fresse. Ja. Obwohl ich das ja so mag. Viele mögen es nicht, aber ich mag so. Das war auf jeden Fall ein Essence Rouge, das war mal limitiert. Sieht so aus, oder beziehungsweise man sieht nichts mehr, logischerweise. Es war ja rosa, ihr habt es in zigtausend Videos gesehen. Es war ein limitiertes Rouge, ich bin so stolz auf mich, dass ich das leer gemacht habe. Dann habe ich noch zwei letzte Sachen. Einmal habe ich von Lancôme ein Micellenwasser aufgebraucht. Ich fand es gut, aber ich finde für die Größe ist es mir einfach zu teuer. Ich werde nochmal in Klein Hauxdorf schauen, weil ich habe mir, da kommt irgendwann einmal Ehrenhall. Ich habe mir nämlich das Öl gekauft von Lancôme, dieses Abschminköl. Aber dazu komme ich mal in einem anderen Video. Und ich muss sagen, ich hätte das schon gern nochmal, aber mir ist das zu teuer. Das ist dieses Zwei-Phasen-Ding auf Instagram, habe ich das mal postet, weil ich das auf einer Schulung bekommen habe. Ich würde es mir schon kaufen, weil ich fand es auch gut, aber das Problem ist, es ist mir zu teuer. Das Ifroché ist zwar auch teuer, aber da habe ich eine ganz große Größe mit Bummspender und komme damit länger aus. Das habe ich nämlich jetzt wieder in Verwendung. Deswegen habe ich mir auch noch kein Backup von Micellenwasser gekauft, weil ich das irgendwie nochmal haben will. Aber mich nicht entscheiden kann. So,
Dann, das habe ich von der Arbeit bekommen, das ist von Clinique ein Gesichtswasser gewesen, das war dieses lilafarbene. Für mich ist das zu stark gewesen. Also das war mir wirklich viel, viel, viel zu stark, deswegen ich würde mir das auf gar keinen Fall nachkaufen. Es war wirklich viel Alkohol in dem drin. Man hat das total gerochen, dass da so viel Alkohol drinnen ist. Was soll ich noch dazu sagen? Also es war mir wirklich viel zu stark. Ich hatte zwar das Gefühl, mein Gesicht ist desinfiziert, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und deswegen, nein, ich werde mir das nicht nachkaufen. Ich habe jetzt ein anderes in Verwendung, jetzt nicht von Clinique, sondern eins, was ich geschenkt bekommen habe. Aber ich wollte das zuerst aufbrauchen, weil das halt schon länger offen war, als das, was ich jetzt... Was ist los? So, als das, was ich jetzt habe, so... ich will schon irgendwie eins von... Ich kann mich nicht entscheiden, was für ein Gesichtswasser ich benutzen soll. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Eine Kollegin von mir will unbedingt, dass ich das andere probiere. Ich glaube, ich werde demnächst noch ein Clinique probieren. Aber ich bin mir so unsicher. Ich weiß es noch nicht. Also Gesichtswasser habe ich noch keins gefunden, was mir wirklich gefällt und was ich jetzt immer wieder haben will. Da gibt es keins dabei, was mir... Nein, da habe ich keins. Nein, also schon die Biotherme, aber die sind mir auch zu teuer. Weg ist das Clinique. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt etwas kürzer war als gedacht. Aber ich muss unbedingt mich beeilen. Ich muss noch mit meinem Hund raus. Ich muss unbedingt das Essen noch einpacken. Ich wollte meine Tasche noch wechseln und bla bla bla. Und muss mich noch umziehen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon mal was aufgebracht habt, was euch wehtan hat. Also mir das Rouge leid dann. Der Duschschaum hat mir leid dann und ja, das war's. Aber ich werde immer braver. Also es könnte besser sein, aber ich werde braver. Ich versuche es zumindest. Auch maskenvoll bin ich, aber das wird besser. Auch Tuchmasken wird besser. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!